Ich könnte jetzt hier die Geschichte von Luca, der Lokomotivführerin, erzählen, die tolle Abenteuer erlebt hat mit ihrer Lokomotive, aber Luca gibt es nicht. Es gibt nur Lukas. Und vielleicht liegt das auch daran, dass der Lokführerjob irgendwie immer nur Männersache ist. Und genau das ist der Grund, warum wir heute Abend hier sitzen. Herzlich willkommen im Livestream. Mein Name ist Katharin Vogel. Der ein oder andere kennt mich vielleicht aus Radio oder Fernsehen. Und wie sich das für die Bahn gehört, waren wir ein paar Minuten zu spät. Ich muss aber gestehen, die Bahn war nicht schuld. Es war dann eher mein Headset. Also herzlich willkommen und ich bin heute Abend nicht alleine, um ein bisschen mehr zu gucken, warum es nicht mehr Lukas, Maries, Susannes, Katharins und Sandras und Saras gibt, die vorne in der Bahn sitzen, sondern ich habe mir zwei Powerfrauen eingeladen, die heute Abend mit uns einfach mal auf diesen Beruf gucken, was da alles geht. Und da sind sie auch schon. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Beide aus der Bahnbranche und ich habe gelernt, bei euch gilt das Du. Und so machen wir das auch. Wir haben einmal die Lokführerin Sara Puccini-Silva. Hey. Hallo. Und die Personalreferentin Sandra Grünewald, die ist bei uns. Hallo, schön, dass du auch da bist. Hallo. So, ihr seid das auch gewohnt. Manchmal dauert es 2 Minuten länger, ne? Aber jetzt sind wir alle da, alles klappt. Sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen ist schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt Fragen eingepackt. Denn wir sitzen in Corona-Zeiten zwar jetzt hier alle so in unserem kleinen Bahnkabinchen alleine, damit sich die Viren nicht verteilen, jeder einzeln und mit Kopfhörer. Aber Fragen stellen war ja immer schon komplett frei von irgendwelchen Viren. Und das könnt ihr hier unten im Chat tun. Also einfach die Fragen reinstellen, was euch auf dem Herzen liegt. Ich habe ganz viele Fragen an die beiden dabei. Aber vielleicht habt ihr schon konkretere, weil ihr über den Job schon nachgedacht habt oder weil ihr sagt, hey, das wollte ich wissen, weil ich überlege wirklich, ob ich umschulen sollte. Scheut euch nicht, her damit, reinschreiben. Ich habe hier alles liegen und dann ploppen eure Fragen hier auf und wir können sie den beiden, Sarah oder Sandra, dann einfach je nachdem stellen. So, also schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Ich habe heute Abend nichts weiter vor und die beiden auch nicht. Also würde ich sagen, schießen wir doch einfach mal direkt mit dir los, Sarah. Du bist seit einem Jahr Lokführerin, aber bevor du bei Bahn NRW warst, hast du so ein bisschen, ich würde sagen, so eine Schleife gedreht. Du hast als Erzieherin angefangen, warst dann Kundenbetreuerin. Wie kam es dazu, dass du so gewechselt hast, was Neues machen wolltest? Ich habe für mich einfach damals festgestellt, Erzieherin war immer ein Job, den ich mit nach Hause genommen habe, wo ich wirklich mir Sorgen zu Hause gemacht habe, wo ich auch um die Kinder Sorgen hatte, aber auch natürlich immer wieder um meine Zukunft. Es war nie was Unbefristetes dabei, es war finanziell nicht ganz sicher und ich bin auch recht ungeduldiger Mensch. Also ich habe meine Kinder sehr, sehr, sehr gerne gehabt, aber ich habe mir gedacht, ach, willst du das wirklich bis zur Rente machen? Und dann habe ich mich unter anderem bei Bahn NRW beworben. War damals auch ein bisschen skeptisch zum Lokführerberuf, wie viele Frauen wahrscheinlich. Bin dann erstmal als Kundenbetreuerin angefangen. Habe da sehr viele schöne Erfahrungen gemacht und auch sehr, sehr viel über den Lokführerberuf an sich gelernt. Und habe dann gesagt, ja, das möchte ich machen. Und hatte auch Glück, denn mein Unternehmen hat mich auch unterstützt. Hat gesagt, jo, wir sorgen dafür, dass du die Ausbildung kriegst. Und jetzt bin ich Lokführerin und zufrieden und glücklich. Ah, man merkt schon, du hast es noch nie bereut. Noch nicht, nein. Okay. Sandra, du bist Personalreferentin. Das klingt ja so, dass ich empfinde das direkt, wenn ich Sarah höre, so typisch Frau, so erstmal vorsichtig, dann guckt man erstmal als Kundenberaterin und rutscht da so rein, erstmal so ein bisschen gucken, abwägen, sich genau überlegen, ob man das will. Ist das das, was du wahrnimmst, dass manche zu zögerlich rangehen, gerade Frauen? Ja, ich glaube, dass einfach viele Frauen noch gar nicht genau wissen, was sich wirklich hinter der Tätigkeit verbirgt und haben vielleicht auch gewisse Vorurteile oder auch ein paar Ängste und Sorgen, weil sie einfach bisher keine, ja, Berührungspunkte mit dem Beruf hatten. Und ich glaube, das wird Zeit, dass wir das ein bisschen ändern und den Frauen vielleicht einfach so ein bisschen die Angst auch davor nehmen. Ja, es wird Zeit für neue Klischees, ne? Autos fahren vielleicht Männer besser, Züge Frauen. So. Warum würdest du denn überhaupt so zum Einstieg jetzt als Personalreferentin allen ans Herz legen, Lokführerin zu werden, aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, es ist einfach ein ganz, ganz toller Beruf. Es ist ein abwechslungsreicher Beruf. Es ist auf jeden Fall ein Beruf mit Zukunft, den man auf jeden Fall ja bis zur Rente ausüben kann. Und es ist einfach so, dass die Bahn in NRW aktuell einen sehr hohen Bedarf an Lokführern und an Lokführerinnen haben. Also in den nächsten 5 Jahren bis 2025 werden insgesamt so circa 1700 Lokführer und Lokführerinnen gesucht. Das ist also eine ganze Menge, würde ich sagen. Und wenn man noch mal genau auf die Zahlen schaut, ist es so, dass aktuell nur circa 4% der beschäftigten Lokführer und Lokführerinnen Frauen sind. Und Ja, das lass uns mal, wir haben, da, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir haben das so ein bisschen vorbereitet. Vielleicht können wir die Grafik dazu mal reingehen, weil du bist gerade schon darauf eingegangen. Zum einen, wie viele wirklich gesucht werden. Und da unten ist die Zahl, die du gerade erwähnt hast. 4% sind wirklich nur Lokführerinnen. Genau, das würden wir gerne ändern wollen. Also es wäre wirklich schön, wenn wir zukünftig mehr Frauen begrüßen und einfach mehr Frauen auch auf dem Führerstand sehen, weil das wirklich ein toller Beruf ist, ein wirklich abwechslungsreicher Beruf und vielleicht können wir ja heute einfach so ein bisschen dazu beitragen und den Frauen, ja, die Frauen dafür begeistern. Ja, das werden wir gleich auf jeden Fall mit Sarah tun. Wieso ist denn die Nachfrage bei diesen Zahlen, die du uns da mitgebracht hast, wieso ist die Nachfrage so groß? Es ist zum einen so, dass bis 2025 40% der aktuell Beschäftigten in den wohlverdienten Ruhestand gehen und ja, dann Rente sind. Und zum anderen wird das Verkehrsnetz einfach immer weiter ausgebaut. Und das heißt, wir haben einfach dadurch einfach einen höheren Bedarf. Und warum wollt ihr heute Abend gezielt Frauen ansprechen? Ja, weil ich es einfach schön finden würde, wenn wir einfach mehr Frauen begrüßen würden. Also aktuell ist es, glaube ich, auch eine kleine Männerdomäne. Das ist einfach aktuell so. Und ich finde es immer schön, wenn man einfach mehr Frauen im Team hat. Also heute Abend können wir uns über die Quote jedenfalls nicht beschweren hier in der Sendung. So, Klischee-Alarm, Sarah, die Frage ist ja im Kopf, kann denn eine Frau wirklich genauso gut so einen Zug fahren wie ein Mann? Definitiv. Also ich wüsste nicht, warum es eine Frau nicht so gut machen könnte wie ein Mann. Meine Sorgen waren auch eher immer, wie wirst du aufgenommen von dieser Gruppe, hauptsächlich männlichen Lokführern. Und es gab keine Kollegen, die gesagt haben, oh nein, da fährt jetzt eine Frau oder so, sondern ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Viele, die mich auch unterstützt haben, als ich gesagt habe, ich werde Lokführerin, haben sie gesagt, Mensch, ich kann dir noch Material geben zum Lernen oder ja, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn du mal irgendwas nicht weißt. Das Jetzt bin klingt ich jetzt nicht so, wieder. als bräuchtest du Hilfe von Männern. Nee, aber das Angebot war da und ich möchte auch, dass die Frauen auch wissen, dass sie sich da keine Sorgen machen müssen, wenn sie jetzt Richtung Lokführer überlegen, das Ganze als Beruf zu sehen. Es sind keine körperlich, also man muss sich körperlich zwischendurch auch mal bewegen, aber es sind keine körperlich besonders anstrengenden Aufgaben da. Man muss sich konzentrieren, aber das muss man in fast allen Berufen. Wer sinnvoll ist, Ästhetik hat die Landschaft, die Sonnenaufgänge. Es gibt so, so schöne Bilder und Ich merke schon, worauf du hinaus Ausblicke, willst. die man hat. Die Sarah hat uns nämlich was mitgebracht. Ich sage an der Stelle übrigens nochmal, wir freuen uns über jede Frage, die ihr hier unten in den Chat stellt, an beide, auch gezielte Fragen. Wir sprechen gleich auch nochmal genauer über Sarahs Berufsalltag und über die Chancen und Möglichkeiten dann auch mit Sandra. Aber da habt ihr es gehört, die Bilder sind so schön, hat sie gesagt. Und da, guck mal, als hätten wir was vorbereitet. Wunderbar. Erzähl mal so ein bisschen, was hast du da mitgebracht? Was sehe ich da? Das linke Bild, das habe ich im Sommer aufgenommen, während einer Fahrgastfahrt. Ich habe manchmal einfach diesen Ausblick und denke so, Mensch, ich würde den so gerne teilen. Und dann hatte ich eine Fahrgastfahrt und dann konnte ich aus dem hinteren Führerstand konnte ich einmal raus fotografieren. Und ja, dachte, das möchte ich gerne teilen. Das rechte Bild, das ist ein Sonnenaufgang an der Haltestelle Helpow. Da müssen wir manchmal ein bisschen stehen, bis wir weiterfahren dürfen. Wir dürfen ja nicht zu früh abfahren. Und dann hat man da so eine Aussicht. Und dann weiß man auch wieder, auch wenn man mal einen stressigen Tag hat, ja, dafür habe ich das gemacht.
Ja, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Ich glaube, die Aussicht haben Sandra und ich nicht jeden Tag im Büro. Sehr, sehr schön. Sandra, du hast vorhin schon gesagt, wir müssen Frauen zeigen, wie toll der Beruf ist und mit Vorurteilen so ein bisschen aufräumen. Genau, ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass, glaube ich, ja, viele Frauen vielleicht auch so ein bisschen Angst haben, so ein bisschen Sorgen haben und einfach gar nicht genau wissen, was da auf sie zukommt. Und das ist einfach schade, weil, wie gesagt, das ist ein toller Beruf, der auch für Frauen auf jeden Fall ja geeignet ist und tolle Chancen bietet. Und deswegen würde ich das schön finden, wenn wir den Frauen da einfach so ein bisschen ja die Sorgen nehmen können. Sarah, lass uns doch einfach mal morgens früh mit dir einsteigen. Also das haben wir jetzt gesehen, sind die Fotos, wenn du Beifahrer bist, aber als Fahrerin, erst ein Kaffee und wie geht der Tag dann los? Verschieden, je nach Dienstplan. Meistens muss man morgens dann erstmal so fertig machen. Das heißt, man beginnt nicht unbedingt am Bahnhof, sondern in der Abstellung. Muss erstmal drumherum gehen, gucken, ob alles richtig eingestellt ist, ob von allem noch genug da ist, ob alle Sicherungen drin sind. Die Bremsproben machen. Dafür hat man auch genug Zeit. Und wenn man soweit ist, dann lässt man sich zum Bahnhof rangieren. Dann ruft man einmal den Wartungsleiter an und bittet, dass man dann an den Bahnsteig darf. Dann geht es relativ zügig meist weiter. Die Fahrgäste steigen ein und wir drehen unsere erste Runde. Meistens fährt man zwei, drei Runden, je nachdem, wie lang die Strecke ist, und dann hat man auch schon wieder Pause. Wenn man jetzt auf einmal in den Berufsverkehr kommt, auf einmal ist es kurz vor 8, dann haben wir doppelt so viele Fahrgäste und es muss gekuppelt werden, dann denken die meisten, oh mein Gott, da muss vielleicht irgendwie, muss man Hand anlegen. Nein, das geht alles automatisch. Wir haben alle. Gekuppelt werden, nur mal für einfach für Leute, die jetzt wirklich nicht wie du vom Fach sind, so wie ich, heißt also, es werden neue Waggons angeschlossen oder gekuppelt werden? Genau, es werden einfach zwei Züge dann oder mehrere, je nachdem, zusammengekuppelt. Man fährt so vorsichtig an den Zug dran und muss je nach Zugart oder je nach Zug einen Knopf drücken und dann fährt man auf diesen Zug, auf die Kupplung auf und die schnappt dann von alleine. Also man muss nicht aussteigen, um da irgendwelche Haken oder Seile festzumachen. Das läuft alles ganz alleine. Das klingt ja jetzt bei dir total easy, aber ich glaube, dass gerade das ein Aspekt ist, ich weiß nicht, wie Sandra das sieht, so diese Technik, dass man denkt, oh, das ist ja auch nicht nur irgendwie eine kleine Technik, sondern eine große Technik, dass die viele abschreckt irgendwie. Da sind wir zum einen beim Klischee, dass Mädchen gar nicht da so rangeführt werden von klein auf, aber hat dir das am Anfang auch Probleme bereitet oder hast du direkt gemerkt, oh, das ist ja alles viel einfacher, als ich dachte? Man wird in den Schulungen und auch in der Ausbildung gut darauf vorbereitet. Also man fährt ja auch seine ersten 40 Schichten nicht alleine. Man hat jemanden dabei. Es ist definitiv machbar, das alles zu lernen, auch wenn man aus einem völlig anderen Beruf kommt, der nichts mit Technik zu tun hatte. Ich selber war natürlich am Anfang skeptisch, aber gerade während meiner Zeit als Kundenbetreuerin bei der Bahn hatte ich halt die Chance zu sehen, das ist machbar. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, man muss gar nichts lernen. Also man muss sich schon hinsetzen. Aber es gibt nichts, was da einfach als Vorerwartung, Voraussetzung auf einen zukommt, wo hinterher sagt, ey, das muss doch jeder können. Okay, da muss ich trotzdem noch einmal nachhaken. Und du warst niemand, der irgendwie schon immer den Technik-Lego-Baukasten 78 von vorne bis hinten durchgebaut hat. Gar nicht. Okay. Also ich bin auch jemanden, der beim Auto, dass die Lampe kaputt ist, dann fahre ich auch in eine Werkstatt. Ich mache sowas nicht selber. Beim Zug Okay. weiß ich nicht, wie das geht. Okay. Ja, aber das ist, finde ich, ein guter Eindruck, weil da merkt man das. Also ich meine, ich kann in meinem Beruf ja auch viele Dinge, die ich vielleicht im Privaten dann auch irgendwie nicht so einfach stemme. Das ist halt so, ne? Wenn man was gut lernt und daran Spaß und Freude hat, dann geht vieles mehr, als man manchmal denkt. Sandra, ein großes Thema bei vielen war auch schon bei den Fragen im Vorhinein, dass das Ganze ja auch im Schichtsystem verläuft. Also, dass es Nachtschichten gibt, beziehungsweise im Schichtdienst geht. Kannst du uns da so ein bisschen bevor Sarah ihre Erfahrungen erzählt, die Vor- und Nachteile vom Schichtdienst? Also man muss natürlich ganz klar sagen, dass der Schichtdienst einfach zu der Tätigkeit dazugehört. Also die Züge fahren 365 Tage im Jahr
Das heißt, man wird auch Schichten am Wochenende haben. Man muss an Sonntagen fahren, an Feiertagen fahren. Das gehört einfach zur Tätigkeit dazu. Aber es ist alles planbar. Ich glaube, das ist zum einen ein großer Vorteil. Bei uns im Unternehmen ist das so, man hat immer 6 Wochen im Voraus seinen Dienstplan. Das heißt, man weiß wirklich ganz genau, wann sind meine Schichten, welche Schichten fahre ich die nächsten Wochen, kann das also wirklich gut planen. Und wenn man sich mal auf die Vorteile anschaut, ich glaube, es ist auch schön, wenn man einfach mal unter der Woche, sage ich mal, seine freien Tage hat. Dann kann man die vielleicht nutzen, um, ich sag mal, vielleicht Behördengänge zu machen, Arztbesuche zu machen. Oder auch so kann man dann unter der Woche die Zeit mit seiner Familie verbringen. Also ich glaube gar nicht, dass es so viele Nachteile hat. Wie gesagt, natürlich muss man am Wochenende mal fahren und auch mal an Feiertagen, aber man muss auch nicht jedes Wochenende fahren und auch nicht jeden Feiertag. Das ist schon so geregelt, dass man sich da abwechselt unter den Kollegen. Man kann auch immer seine Wünsche unserer Personaldisposition mitteilen, das definitiv. Man kann auch immer mal Wünsche äußern, wenn man mal einen Tag frei haben möchte. Oder wenn man mal mit einem Kollegen tauschen möchten, das ist alles möglich. Also da muss man einfach frühzeitig, sage ich mal, die Kommunikation suchen. Ich glaube, letztendlich muss man einfach für sich entscheiden, ja, ob man mit diesem Schichtdienst gut zurechtkommt. Aber ich glaube, dass er durchaus seine Vorteile mit sich bringt. Sarah, würdest du das bestätigen? Montags durch die Stadt bummeln? Wir denken uns Corona mal weg. Ist ja ein bisschen netter als immer nur samstags, wenn alle gehen. Richtig, also ich persönlich bin da immer sehr für. Wir haben tariflich aber auch vereinbart, dass eine bestimmte Anzahl an Wochenenden frei sein muss. Bei mir war es bisher immer so, dass ich mehr Wochenenden im Jahr frei hatte, als nur tariflich vereinbart war. Aber zwischendurch bin ich auch unglaublich froh, wenn ich ganz genau weiß, Mensch, ich kann jetzt auch mal in der Stadt meine Sachen erledigen, wenn die Sachen auch aufhaben. Und am Wochenende, wenn ich dann mal samstags fahre oder so, dann verpasse ich nichts oder sonntags. Okay, lass uns doch nochmal zusammen auch eine Grafik gucken, die wir zu dem Bereich vorbereitet haben. Und zwar, was eigentlich interessierte Frauen irgendwie aus dem potenziellen neuen Beruf erwartet. Das haben wir zusammengetragen. Sandra, wir haben ja gerade schon so ein bisschen, es sind halt Corona-Zeiten und in dieser Zeit irgendwie was zu finden, was nicht geschlossen wird, was nicht möglicherweise geschlossen wird, was nicht in Teilzeit oder in Kurzzeit geht, meine ich nicht in Teilzeit, in Kurzzeit, ist ja schwierig zu finden. Wie sicher ist denn dieser Arbeitsplatz? Also gerade in Corona-Zeiten ist das, glaube ich, eine Frage, die wirklich viele jetzt, wo man zu Hause ist und Zeit auch hat, beschäftigt. Also ich glaube, man hat gerade jetzt gesehen, die Bahn fahren nach wie vor und das heißt, das ist ein absolut krisensicherer Arbeitsplatz. Es ist ein systemrelevanter Beruf und da muss man wirklich keine Angst haben. Man bekommt auch einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Also die Bahnen sind wirklich auf der Suche nach Mitarbeitern, nach Mitarbeiterinnen, die langfristig bei uns arbeiten möchten. Das heißt, das ist wirklich ein Job, den man ja optimalerweise bis zur Rente ausüben kann. Wir haben ein paar Fragen bekommen. Und zwar fragt Anna Hölters, weil wir da jetzt so ein bisschen da in der Grafik gesehen haben, unbefristeter Vertrag. Sie fragt, welche Voraussetzungen muss ich denn eigentlich mitbringen? Ich bin 47 Jahre alt, gelernte Industriekauffrau im Export. Kann ich trotzdem noch umschulen? Natürlich, selbstverständlich. Herzlich willkommen, würde ich fast sagen. ja, es gibt natürlich bestimmte Voraussetzungen. Da würde ich aber auch gerne auf ja, die nächste oder den nächsten Dialog verweisen. Nächste Woche am 19. November wird ein weiterer Dialog stattfinden. Da wird es nochmal explizit um die Ausbildung und die Qualifizierungsmaßnahmen gehen. Aber ich kann schon mal so viel verraten. Es gibt ein bestimmtes Mindestalter, was man mitbringen muss. Man muss mindestens 19 Jahre alt sein. Man braucht eine abgeschlossene Schulbildung aus Sekundarstufe 1 und möglichst eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und das, die Frage würde ich mal sagen, die von der Anna Hülters kam, da würde ich sagen, kannst du dich sehr gerne bewerben, also Voraussetzung erfüllt. Ja, ich glaube, das muss man mal sagen, weil ich finde das eine gute Frage von ihr. 47 in der, in Anführungsstrichen, normalen Wirtschaft oder in dem, was man mitbekommt, und das ist ja völlig unabhängig von Männern oder Frauen, ist das ja oft schwierig, mit über 40 irgendwie noch irgendwo einzusteigen oder irgendwo hinzukommen. Und es ist also wirklich so, gar keine Scheu, irgendwie 47, 48, 49, einfach sagen, hey, hier bin ich. Ja, also alle Altersklassen sind wirklich herzlich willkommen bei uns. Okay. Wir haben noch eine Frage von Unbekannt, wo wir gerade beim Schichtdienst und solchen Dingen waren. Da wird gefragt, kann man eigentlich auch in Teilzeit arbeiten?
Die Ausbildung selber, die wird in Vollzeit durchgeführt werden. Aber nach der Ausbildung gibt es diverse Teilzeitmodelle, über die man dann gerne sprechen kann. Das ist kein Problem. Okay. Und Kathleen Zimmermann hat gefragt, ja, sie wird gerade wissen, was in diesen Zeiten los ist. Sie kommt aus der Pflege und seit 4 Jahren möchte sie gerne was anderes machen und hat keine Berufsausbildung, ob das trotzdem geht. Ja, wichtig ist, dass sie eine abgeschlossene Schulbildung hat. Wie gesagt, eine Berufsausbildung ist wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. Okay. Ja, das hatten wir da mehrere Fragen aus der Pflege. Jetzt gucke ich mal, wo es noch weitergeht. Sarah, wir können mal in deine Richtung gehen. Wie ist das denn eigentlich? Du hast ja jetzt vorhin so ein bisschen schon erzählt, wie der Alltag läuft, aber setzt du dich morgens in den Zug und dann fährst du ihn 8 Stunden durch? Oder wie läuft das? Nein, wir haben völlig verschiedene Schichten. Also es gibt welche, da hat man zwischendurch Bereitschaft für den Fall, dass man ein Kollege ausfällt, dass man zumindest mal eine Runde übernehmen kann. Es müssen Züge auch zwischendurch fertig gemacht werden. Ich fahre unter anderem die Talent-Triebfahrzeuge. Das sind Diesel. Die müssen zum Beispiel zwischendurch getankt werden, entsorgt werden. Es muss mal was in eine Werkstatt gefahren werden. Wir haben Pausen, die sind vorgeschrieben, die werden eingehalten. Meistens wird es aber so geplant, dass man vor und nach der Pause auch noch ein paar Minuten Zeit hat, für den Fall, dass der Kollege verspätet kommt oder ich verspätet ankomme. Dann kann ich ja nicht mitten während der Fahrt sagen, so, ich mache jetzt Pause. Es wird natürlich schon zugesehen, dass das Ganze so geplant ist, dass man möglichst viel fährt. Aber es gibt sehr viele Schichten, wo man dann auch mal Züge abnimmt und wegstellt. Oder wo man dann eine Runde auf der einen Linie fährt und eine Runde auf der anderen Linie. Man hat ein bisschen Abwechslung drin. Es ist nicht so, dass man dann wirklich 8 Stunden am Stück da sitzt und die ganze Zeit sich auf die Signale konzentrieren muss. Also man hat Wo du auch. gerade, ja, wo du gerade Zeit sagst und Konzentration, du machst ja jetzt schon den Eindruck, als könnte dich nicht so viel aus der Ruhe bringen. Und deswegen finde ich die Frage von Gabi, die gerade gekommen ist, wirklich perfekt, weil mir würde es genauso gehen. Ich bin nicht so entspannt wie du. Gabi fragt, wie gehst du denn mit dem ständigen Zeitdruck um? Es ist tatsächlich so, dass viele Sachen, die Betriebe planen können oder auch die Verkehrsverbünde, oder einigermaßen locker geplant sind. Das heißt, wenn ich morgens den Zug fertig machen muss oder wenn ich tanken muss, dann werden da auch mal 10 Minuten mehr mit eingeplant, nur für den Fall der Fälle, dass irgendwas nicht funktioniert. Wenn dann natürlich ein Zeitdruck hinter ist, weil wir schon Verspätung haben oder so. Es gibt zum einen die Möglichkeit, die Fahrgäste zu informieren und jetzt wirklich sagen, es liegt an der Infrastruktur oder an einem verspäteten Gegenzug oder an der Überholung eines Fernverkehrszuges. Das nimmt immer sehr, sehr viel Druck raus, denn die Fahrgäste sind diejenigen, die das alles erwarten. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich Strecken, wo wir bis zu 10 Minuten wieder reinholen können. Nicht überall, es gibt auch sehr eng getaktete Strecken, wo das leider nicht der Fall ist. Aber wenn ich jetzt von Bielefeld über Warendorf nach Münster fahre, dann habe ich hier und da mal 3, 4 Minuten Aufenthalt. Wenn ich durchkomme und nicht ein weiterer Verspätungsgrund dazukommt, dann kann man das rausholen. Das ist auch ein ziemlich gutes Gefühl. Und das merkt man dann auch anschließend an den Gesichtern der Fahrgäste, die Angst hatten, dass sie ihren Bus nicht mehr kriegen. Und dann hat man es doch noch geschafft, da einigermaßen zu kommen. Wir machen ja jetzt nicht Jungsfernsehen, aber ich glaube, sonst könnten wir gut darüber sprechen, wie schnell du dann bist an diesen Stellen. Sandra, ich habe gerade so den Eindruck gehabt und ich merke das auch bei der Frage von Gabi, wenn man so denkt, so Zeitdruck. Man geht ja an diesen Job auch immer mit dem ran, also so was man selber kennt. Ich kenne ja auch eher nur die Perspektive des Bahnfahrers, ne? Da bin ich selber im Stress, da gehe ich hin, da muss es irgendwie, oh Gott, der Zug kommt zu spät, ich muss doch da und dahin. Also man geht ja auch vielleicht viel zu negativ überhaupt an den Bereich ran, weil man die Perspektive von dem, der im Zug sitzt, gar nicht kennt. Ja, ich glaube, deswegen ist der heutige Dialog einfach eine sehr schöne Sache,
weil einfach Sarah mal wirklich aus ihrer Perspektive erzählen kann, ne, wie es wirklich ist, wenn man als Lokführerin dort vorne sitzt, dass man mal so ein bisschen die Perspektive einfach ändert. Ich fand auch gut vorhin zu hören, Sarah, du hast gesagt, als Erzieherin hast du die Sachen abends mit nach Hause genommen. Und dass sich das, hat sich das jetzt, weil das ist ja wirklich was, was man kennt, man nimmt diesen Druck, diese Belastung, je nachdem, im Job Erzieher jetzt zum Beispiel, kann ich mir das auch gut vorstellen, mit nach Hause. Da bist du jetzt, das ist anders für dich? Ist es Feierabend, ist Feierabend? Richtig, richtig. Also ich habe zum einen, wenn ein Kind krank ist, nimmt man das natürlich mit nach Hause. Wenn ein Zug defekt ist, dann kommt der in der Werkstatt, das ist dann nicht mehr mein Problem. Da schlafe ich auf gar keinen Fall schlechter deswegen. Zum anderen habe ich natürlich auch durch diese Arbeitssicherheit, die Sandra ja eben auch schon angesprochen hat, der Festvertrag, das gute Geld, vernünftige ausgearbeitete Tarife und Sicherheiten zur Arbeitssicherheit. Da sind auch jede Menge Sorgen weggefallen, die ich sonst mit nach Hause genommen hätte, die auch nicht mehr da sind. Ja, man muss ein bisschen abgebrüht sein, wenn man da mal 5 Minuten oder 10 Minuten verspätet hat, dann sollte man das auf keinen Fall mit nach Hause nehmen. Aber ich glaube, das kommt öfter mal vor. Und wenn man weiß, dass man nicht selber schuld ist, dann geht das auch. Oh, ich glaube, in vielen Jobs gibt es, wo man so gestresst ist von solchen Dingen. Ja, das ist doch gut zu wissen. Du hast gerade gesagt, das gute Gehalt. Ich wundere mich. Wir haben noch gar keine ganz genauen Fragen danach. Dann bin ich doch mal so unhöflich und frage, wie kann ich es denn charmant formulieren? Ist es besser als Erzieherin? Ja, als Erzieherin habe ich zum einen weniger Stundenlohn bekommen. Ich bekomme jetzt tatsächlich einen Stundenlohn, bei mir musste das mal ausgerechnet werden, 18,58 Euro plus die Zugzulage, also wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, plus die Frühzulage bzw. Spätnachtzulage, Sonntagszuschläge, Feiertagszuschläge und so weiter. Die Zuschläge sind leider im sozialen Bereich auch da, aber nicht so groß wie bei uns. Und wir haben wirklich so viele Arten von Zuschlägen, dass ich mich hinterher immer wieder freue, wenn ich auf die Abrechnung gucke und sage, ja, das ist mein Grundgehalt und ja, das ist da noch zugekommen. Zum Beispiel eine Einsprungsprämie. Wenn man mal einspringt, dann hat man auch die Möglichkeit, bei sehr vielen Eisenbahnverkehrsunternehmen da eine Prämie zu kriegen. Die ist verschieden hoch, je nachdem, wie hoch der Bedarf ist. Aber man kann sich immer noch was dazu verdienen. Aber das Grundgehalt habt ihr eben schon gesehen. Ne? Für Vollzeit knapp 3.000 Euro ist auch schon Hausnummer. Ja. Sandra, können wir das so zusammenfassen, wenn ich euch richtig verstanden habe? Es ist abwechslungsreich, planbar, Extraschichten werden vergütet und man weiß, wann Feierabend ist. Genau, richtig. Super zusammengefasst, würde ich sagen. Okay, dann kommen wir, weil ich wollte gar nicht, das sollte gar nicht negativ zum Erzieherinnenberuf irgendwie wirken, nur es war jetzt in dem Fall so, dass du ja diesen Vergleich einfach sehr, sehr gut kennst, Sarah, weil du das ja gelernt hast. Kommen wir mal zu einem wichtigen Punkt, der so ein bisschen damit zusammenhängt, dann für ganz, ganz viele Menschen, und zwar für Frauen und Männer, ist es ja einfach wichtig, dass die Vereinbarkeit von Familie und Job, und da würde mich mal interessieren, wie das in der Branche eigentlich so aussieht. Also Sandra, wie ist da so der Gedanke? Also alle Frauen wollen gerne, oder viele Frauen wollen gerne arbeiten und viele Unternehmen sagen, oh ja, auf jeden Fall. Herr Söder fordert auch gerade in der Politik mal wieder die Frauenquote. Aber wie ist da so der Gedanke in den Unternehmen? Ist es wirklich so, dass Vereinbarkeit und Familie gut zusammenpasst? Ich würde sagen, definitiv. Also der Beruf ist definitiv mit der Familie vereinbar. Wir haben eben schon den Schichtdienst angesprochen. Wie gesagt, der ist planbar. Das heißt, man kann wirklich ganz genau planen, je nachdem auch mit seinem Partner. Ja, wann kann ich die Zeit mit der Familie verbringen oder wann kann ich vielleicht meine Kinder, ich sag mal, zum Kindergarten hinbringen oder wann kann das der Partner machen? Also ich glaube einfach, dass es einfach sehr gut planbar ist. Es gibt natürlich auch bestimmte Teilzeitmodelle, die wir anbieten. Da kann man auch immer gerne drüber sprechen. Also ich würde sagen, dass es definitiv gut zusammenpasst und wirklich gut vereinbar ist mit der Familie. Sarah, was hörst du so von Kolleginnen und Kollegen? Also wird da auf Mütter und Väter eingegangen? Unbedingt. Also generell
Nicht nur als Lokführer, aber auch als Lokführerin haben wir alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Wir haben sehr viele Mütter mit jungen Kindern. Es wird dann auch gerne getauscht. Es wird auch gerne dann mal ein Halbtagsangebot angenommen. Und es gibt da, wie gesagt, verschiedene Angebote. Also es ist nicht nur so dieses 100% und 50%, sondern es gibt verschiedene Staffelungen. Das wird immer verschieden angeboten. Und bisher hat das immer in irgendeiner Form funktioniert. Also die Kolleginnen, die sagen, ich habe zwei Kinder zu Hause, die haben zum Beispiel, hat die eine gesagt, ich möchte nach Möglichkeit nur Frühschicht haben, wenn die Kinder in der Schule sind. Das klappt natürlich nicht immer hundertprozentig, aber zum größten Teil, dann wird sich in der Planung auch zusammengesetzt und geguckt, wie können wir das einrichten. Okay, also ihr würdet sagen, auch Sandra von dir, so wenn du mitkriegst, wie was irgendwie gestrickt wird, Dienstpläne und wie ihr darüber sprecht, dann im Personalbereich, dass Beruf und Familie auch hier gut vereinbar sind. Ja, definitiv. Ein wichtiger Punkt, was Sarah auch eben schon angesprochen hat, man kann immer mit der Personaldisposition sprechen, man kann sonst immer noch mal seine Wünsche äußern, wenn man vielleicht kurzfristig irgendwie Schichten tauschen möchte. Also ich würde sagen, ja, das ist alles vereinbar und alles machbar. Okay. Übrigens beim nächsten Mal am 19. November, da sprechen wir hier auch mit einer Kollegin von dir, Sarah, die ist auch Lokführerin und die ist selbst Mutter. Da können wir bei dem Thema auch sicherlich noch mal ein bisschen mehr nachhaken dann, wenn da noch mehr Fragen kommen. Und ihr denkt daran, wenn ihr uns gerade zuschaut, das ist ja hier zwar so eine gemütliche Dreier-Corona-Distanz-Talkrunde von uns drei Damen, aber stellt gerne eure Fragen unten einfach rein, die kommen direkt bei uns an und ihr könnt auch zu Themen, selbst wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt und denkt, ist das schon gefragt worden, einfach gerne nochmal nachfragen und einfach reinschreiben. So, jetzt gucken wir nochmal genau, Sarah, dass du genauso gut bist wie Lukas, der Lokomotivführer, wie ich das am Anfang gesagt habe. Der Begriff Chancengleichheit ist ja ein Riesenthema. Gender Pay Gap, also unterschiedliches Bezahlen von Männern und Frauen, haben wir gelernt, irgendwie, da kannst du in die höchste Wirtschaftsetage gehen und stellst plötzlich fest, dass du als Frau so viel weniger verdienst. Gibt es bei euch in der Branche eigentlich den Gender Pay Gap? Ich frage dich mal als erstes, Sarah. Möchtest du deine Kollegen hauen? Verdienen die alle mehr als du? Nein, 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 überhaupt nicht. Also das klappt wunderbar. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied, ob jetzt männlich oder weiblich. Für den gleichen Job wird das Gleiche bezahlt. Und ja, da gibt es auch nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Sandra, kannst du da so ein bisschen so, wir haben ja gesagt, 4% nur Frauen, ne? Und gerade wenn es so wenig Frauen in dem Bereich gibt, da könnte man sich vorstellen, oh, okay, da wird vielleicht dann auch weniger bezahlt, aber das gilt für die meisten Unternehmen oder für alle Unternehmen. Es gibt in dieser Branche, da verdienen Frauen, Männer gleich. Genau, also wie Sarah eben schon richtig gesagt hat, Gehälter sind bei uns alle tariflich geregelt und alle werden wirklich da gleich behandelt, gleich bezahlt. Ja, in dem Sinne gibt es kein Gender Pay Gap, sage ich einfach mal. Da werden wirklich alle gleich behandelt, das ist uns ganz, ganz wichtig. Da könnte mancher im Management in der freien Wirtschaft von lernen. Und in der Realität, Sarah, wie fühlst du, also das eine ist ja das Geld, es fühlt sich schon mal gut an, wenn man irgendwie mit dem gleichen Monetären nach Hause geht, aber wie fühlst du dich denn so vom Gefühl her in so einer Männerdomäne, Männerbranche? Ich habe eigentlich gar nicht das Gefühl, dass ich in einer Männerdomäne bin. Ich bin jetzt nicht das Einhorn, die einzige Frau bei uns im Netz sind mindestens 3 oder 4 und auch sonst habe ich einen mit anderen Lokführern zu tun. Ich war erschrocken, dass wir tatsächlich nur 6% Frauen sind. Es gibt natürlich immer die ein oder andere Anekdote, zum einen zum Positiven natürlich auch, wo dann zum Beispiel ein weiblicher Fahrgast gefragt hat, Entschuldigung, fahren Sie den Zug? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann stand sie auf und rief, yeah, Frauenpower. Und ich dachte so, hey, das ist mal, das geht runter wie Butter, das nehme ich mit nach Hause, positiv. Zum anderen, wir haben über 880 Kollegen bei uns im Eisenbahnverkehrsunternehmen, also generell Mitarbeiter, nicht nur Lokführer. Da ist natürlich auch der ein oder andere dabei, der sich vielleicht mal unglücklich ausgedrückt hat
oder vielleicht auch unbeholfen interessiert ist und das nicht so toll macht. Das bleibt natürlich in nirgendwo aus. Wobei ich sagen muss, ich finde gerade bei uns bei der Eisenbahn, erstens, man kann oder ich konnte bisher immer die Leute ansprechen und sagen, du hör mal, ist nicht so toll jetzt so. Und dann hatte sich das erledigt. Zum anderen hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich als Frau irgendwie anders bin. Was mich gewundert hat, ich habe über dieses Gespräch heute nachgedacht und dachte, ist das denn überhaupt so nötig? Ja, dieses, wie ist das denn so als Frau? Ist das wirklich ein Interview wert? Und dann bin ich tatsächlich gestern einen Zug gefahren, Schülerzug, und da waren so ein paar Grundschüler und die riefen, hey, guck mal, da fährt eine Frau. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist es doch nötig, also vielleicht ist es doch noch wirklich ein Unikum und ich kriege das einfach nur nicht mit, weil ich ja tatsächlich jeden Tag die Frau bin, die fährt. Dann bin ich natürlich nicht diejenige, die sich darüber wundert, dass so selten eine Frau fährt. Für dich ist das ja vielleicht auch selbstverständlicher, Sandra, wenn du die Leute erlebst, die sich ja auch bewerben. Also ich meine, das geht ja auch mir als irgendwie gestandene Journalistin so, dass ich weiß, wenn ich an einem Tisch stehe und mit den Kollegen irgendwie ein Thema für die Sendung bespreche, dann sind die Männer oft die lautesten und die Idee ist kein bisschen besser. Aber es wird halt anders rübergebracht. Ne? Da prallt ja vielleicht sowas zusammen. Das eine, dieser technische Beruf, der Lukas, der Lokomotivführer, und das andere, dass Frauen so ein bisschen zögerlicher sind. Ist das dein Eindruck auch da? Ja, kann man schon so sagen. Also man merkt es auch, aktuell ist schon der Großteil immer noch Männer, die sich bei uns bewerben, sich für den Beruf interessieren. Und ich freue mich immer wirklich, wenn man eine Bewerbung haben, die von einer Frau ist. Das finde ich immer sehr schön. Und ich kann nach wie vor allen Frauen ans Herz legen, das ist ein toller Beruf, hab einfach wirklich keine Angst davor. Und ich finde es einfach schön, wenn wir einfach auch ein Team haben, was aus Frauen und Männern besteht. Also ich glaube, man kann sich gegenseitig einfach gut ergänzen, sich gut unterstützen und einfach gegenseitig helfen. Und wie gesagt, ich finde es einfach toll, wenn sich mehr Frauen für den Beruf einfach begeistern würden. Und man hat das Gefühl, du sagst gerade einfach nur Sachen, die sollten selbstverständlich sein. Aber das sind sie nicht. Aber es ist gut, dass wir drüber reden. Kannst du denn trotzdem, Sarah, weil die Fragen kommen ja hier, so ein Beispiel nennen, wo man als Lokführerin unterstützt wird? Also, weil das ist ganz simpel, das würde man auch vielleicht beim Taxifahren denken oder so, wenn ich an die Nachtschicht denke, ist das ein Thema? Ist das als Frau was anderes? Thema Nachtschicht. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Also, was ich erzählen kann, ist tatsächlich, dass ich, wenn ich nachts alleine durch den Bahnhof musste, in meiner Dienstkleidung, dass ich noch nie irgendwie blöde angemacht worden bin. Das ist ja auch eine Angst von vielen, wenn man dann alleine als Frau nachts im Bahnhof ist. Nein. Was natürlich mal passiert war, dass ein verärgerter Fahrgast mich nochmal angesprochen hat. Aber dass jetzt da irgendwelche Leute, die am Bahnhof sich versammelt haben, dass sie da jemanden suchen, gerade in Uniform, da wird höchstens freundlich gegrüßt und dann habe sich das erledigt. Eine Erfahrung, die ich leider immer wieder mache tatsächlich, ist, dass ich tagsüber, wenn ich zum Beispiel einen Kollegen ablöse und dann stehe ich mit ihm am Bahnsteig und bespreche so ein bisschen, was der Zug vielleicht für Probleme hat oder was anschließend an dem Tag noch mit dem Zug passiert, dass die Fahrgäste häufig mich als Frau ansprechen, wenn die zum Beispiel was mit dem Ticket haben, während die beiden männlichen Kollegen genau daneben stehen, genau dieselbe Dienstkleidung anhaben und vollkommen ignoriert werden. Das heißt, es wird ganz häufig davon ausgegangen, dass ich Kundenbetreuerin bin, wo ich dann auch manchmal so dachte, okay, ich guck mal, ob ich es überhaupt noch beantworten kann. Die aktuellen Tarife habe ich dann auch nicht mehr alle im Kopf. Aber das wundert mich schon, aber das ist dieses Klischeebild, was noch da heißt. Ne? Naja gut, da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen. Ne? Das weiß ich gar nicht, ob das hat dann mit vielen zu tun, einfach mit den Bildern, die wir haben. Wir haben noch so ein paar Fragen bekommen und die eine finde ich einfach wirklich, wirklich gut und die sollten wir drei gut beantworten, weil Turan Ekrem fragt mittlerweile, ist das eigentlich nur für Frauen oder können sich auch Männer bewerben, Sandra?
Es dürfen sich alle gerne bei uns bewerben. Männer, Frauen, alle Altersklassen, alle sind herzlich willkommen bei uns. Okay, das ist eine gute Frage, weil wir hatten vorhin 47 war, glaube ich, die Dame, die gefragt hat. Wir haben noch die Frage von Bettina. Sie fragt, kann ich mit 52 auch noch Lokführerin werden? Ja, selbstverständlich. Definitiv. Also Okay. auch sie muss ja noch ein paar Jahre arbeiten, sage ich mal, bis zur Rente. Also das kann sie dann gerne als Lokführerin machen. Okay, dann würde ich die von Anja anschließen, weil da ist auch jemand sehr interessiert. Wo ist denn so die Altersgrenze? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen. In dem Sinne gibt es keine Altersgrenze. Es gibt nur ein Mindestalter. Das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Man muss mindestens 19 Jahre alt sein, um den Beruf dann ausüben zu können. Aber in dem Sinne nach oben hin. Ja, gibt es keine Grenze, sage ich mal. Also deswegen alle Altersklassen sind herzlich willkommen. Okay. Und dann haben wir eine Frage von Melanie Eisold. Sie fragt, wo finden die Umschulungen eigentlich statt? Also sie wohnt in Ahaus, also nicht wirklich zentral. Vielleicht kannst du, auch wenn wir nächste Woche im Dialog ja noch mal ein bisschen genauer auf Umschulungen und diese Dinge eingehen, Sandra, vielleicht kannst du so ein bisschen was noch dazu sagen. Ja, also es werden regelmäßig Umschulungskurse angeboten, auch an verschiedenen Standorten. Da würde ich auch gerne auf Bahn NRW auf die Jobkarte verweisen. Es gibt eine Jobkarte. Dort sind alle Umschulungskurse an den jeweiligen Standorten angegeben. Da kann man einfach draufklicken und sich dann auch direkt bei den Unternehmen bewerben. Also da kann man sich einfach gerne mal schlau machen. Also das heißt, da gibt es alle offenen Stellen in NRW. Genau. Okay, so ein Klick, das haben wir doch schon mal. Und die Voraussetzungen und alle Infos findet man auch auf bahn.nrw. Und wie gesagt, nächstes Mal am 19. November gucken wir auch nochmal genau auf Bewerbungen, auf Umschulungen, auf die Voraussetzungen, auf den Einstellungstest. Du hast es ja vorhin schon gesagt, Sandra, dann wird auch eine Psychologin auch dabei sein. Dann können wir dann mal gucken, ob ich das schaffe, vielleicht mit einem Live-Einstellungstest. Ich habe hier noch eine Frage, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir am Anfang schon drüber gesprochen haben. Da müsst ihr zwei mir mal helfen. Werden Überstunden bezahlt? Ja, werden sie. Also es werden alle Überstunden werden minutiös genau erfasst und werden dann letztendlich auch vergütet. Okay. Gibt es was, wo ihr sagt, das habe ich total vergessen zu fragen? Das liegt mir am Herzen, Sarah. Habe ich was? Wir hatten deine tollen Bilder. Ich finde ja fast, die könnte man noch mal einmal kurz zeigen. Vielleicht für Leute, die später eingeschaltet haben. Ich weiß nicht, ob das Regie, in der Regie geht, dass wir noch mal einmal deinen Ausblick als, ich sage es dazu, Beifahrerin, richtig? So wird nicht während des Fahrens fotografiert. Als So, Gastfahrt. ja. Das ist nicht so schlecht als Berufsaussicht, finde ich. Sarah, sieht das bei dir morgen früh auch wieder so aus? Morgen habe ich tatsächlich mal frei. Übermorgen früh wahrscheinlich schon, ja. Aber da fahre ich ja selber, da kann ich keine Bilder machen. Okay, gut, dann bringst du uns fürs nächste Mal vielleicht noch mal welche mit. Aber habt ihr was, wo ihr sagt, das liegt euch wirklich noch am Herzen? Also ich habe mitgenommen von dir, Sarah, dass wirklich, dass man nimmt es nicht mit nach Hause, weil das ist auch was, was ich aus meinem Job kenne, dass man das Gefühl hat, oh, ich operiere am offenen Herzen und abends kommt man nicht runter, da kann man irgendwie so viel Netflix gucken, wie man will, aber es ist so eine ständige Anspannung. Das habe ich so mitgenommen, das hat mich berührt, als du das gesagt hast. Feierabend, ich meine, wer kann das sagen? Feierabend ist Feierabend. Richtig, richtig. Also man stellt den Zug ab und nimmt ihn tatsächlich in keinster Weise mit nach Hause. Die stressigsten Situationen, ich weiß nicht, also es gibt ganz, ganz wenige Situationen, die man im normalen Lokführeralltag mit nach Hause nimmt. Okay. Ich muss mal gerade, weil manchmal ist das ja so, letztens habe ich gesehen, da hat man den Außenminister geschaltet nach Hause und es hat auch nicht funktioniert. Ich glaube, meine Online-Fragen hängen hier gerade, weil ich habe hier irgendwie gerade, weil die Kollegen sagen, ob ich noch ein paar Fragen stellen könnte, sonst müsst ihr mir die mal reinreichen. Aber hier auf meinem Tool sehe ich die jetzt gerade nicht. Also wenn ihr noch ein paar Online-Fragen habt, ich möchte ja hier nicht mit euch das Gespräch beenden, wenn noch Fragen kommen, dann wäre es total cool, wenn ihr mir die entweder kurz aufs Ohr sagt oder mir sie irgendwie reinbringt. So, das war nämlich lustig. Man hat es wirklich zum Außenminister geschaltet und es rappelte und die Stimmung war weg. Und, aber so ist das, ne? In Corona-Zeiten lernen wir uns alle irgendwie über die Distanz mit Zoom-Meetings und WhatsApp-Calls ein bisschen anders kennen. Sandra, gibt es noch was für dich, weil du ja wirklich die Leute vor dir sitzen hast, die auch dann sagen, ich überlege, ob ich das mache, ich bewerbe mich, wo du sagst, das ist dir einfach total wichtig noch.
Ja, einfach der Appell an die Frauen, dass sie keine Angst haben sollen, keine Sorgen haben sollen, und ja, sich einfach bewerben sollen. Es ist ein toller Beruf, man braucht da wirklich keine Angst vor haben. Natürlich bringt der Beruf einfach so ein paar Sachen mit, wie zum Beispiel auch Schichtdienst. Da muss man sich einfach vor mit auseinandersetzen, ob das für einen in Frage kommt. Aber ich glaube, das ist ein unglaublich toller Beruf, den man wirklich, ja, der zukunftssicher ist, den man bis zur Rente ausüben kann. Und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn man sich einfach dann bewirbt und einfach mal macht. Okay. Ich liebe das, ne? Wenn man Seiten so hochlädt und schwupp hat man 20 Fragen. Aber so ist das, wenn es online ist. Ihr bleibt ja noch, oder habt ihr noch was vor, ihr zwei? Also, Nein. wir haben nämlich noch ein paar Fragen bekommen. Also, wir hatten schon, Hanna hat vorhin gefragt, ob man dann eigentlich in einer Schicht 8 Stunden durchfährt. Da hast du, Sarah, gesagt, nee, so ist das nicht. Wir haben eine Frage von Jenny. Vielleicht, Sandra, können wir da noch ein bisschen doch noch mal drauf eingehen, weil ja einfach viele jetzt schon das Interesse haben und nicht erst nächste Woche beim zweiten Dialog. Wie lange dauert die Ausbildung und Umschulung eigentlich? Fragt Jenny. Die Umschulung dauert so circa 10 bis 12 Monate. Und so das erste halbe Jahr ist eine rein ja, theoretische Ausbildung. Das heißt, dort wird einem erstmal das ganze theoretische Wissen vermittelt und dann geht es im Anschluss in die fahrpraktische Ausbildung. Und dann nach circa 10 bis 12 Monaten, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, ja, hat man dann hoffentlich die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und darf dann eigenständig die Züge fahren. Okay, und das gilt auch im Grunde für alle, weil wir haben ja auch eine Frage von Katja, die geht auch in die Richtung, die halt fragt, wie ist ein Quereinstieg möglich? Genau, also wie gesagt, die Umschulungsdauer 10 bis 12 Monate, das ist überall circa gleich, sage ich mal. Und über die Voraussetzungen haben wir auch schon ein bisschen was gesagt. Und wenn man Interesse Ja. hat, einfach gerne bewerben. Die Frage finde ich noch gut, das stimmt. Das fragt man sich natürlich, wie man eingesetzt wird. Da geht es so um den Bereich, wie eigentlich dann, also wir haben schon auf die Dienstpläne und aufs Schichtmodell geguckt, aber Hanne fragt, sind es eigentlich immer die gleichen Strecken, also Wohnortnähe und wonach richten sich eigentlich die Einsatzorte? Vielen Dank, sagt sie. Möchtest du Möchtest du was was sagen? Oh, ihr könnt beide was sagen. Sandra, fang gerne an, du bist gerade schon zu sehen. sagen? Okay. Uns ist ganz wichtig, dass man wohnortnah eingesetzt wird. Das heißt, dass man einfach keinen langen Anfahrtsweg zu seiner Schicht hat. Das wird auch vertraglich festgehalten. Das heißt, man hat einen festen Einsatzort, wo man dann jeweils die Schicht anfängt und dann auch beendet. Sarah, du kannst gern ergänzen, weil das ist, glaube ich, eine Frage, die für viele ja wichtig ist. Das ist im Personennahverkehr tatsächlich so. Wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht mal im Fernverkehr, der auch den Güterverkehr ja mit einschließt, gibt es bestimmte Firmen, wo man dann wirklich ganz andere Strecken, viel längere Strecken durchs ganze Land fährt und dann auch mal woanders übernachtet. Bei uns im Personennahverkehr, also alles, was Bahn NRW so hergibt, ist es tatsächlich so, man beginnt an seinem Einsatzort und endet da auch. Gut, dass wir hier noch die Fragen. Also ich liebe es. Eine Aktualisierung und zack hat man ganz, ganz viele Leute, Julia, Maria, alle, die noch Fragen stellen. Katja hat, glaube ich, nochmal, da haben wir vorhin angeknüpft, Sandra zum Thema Umschulung nochmal eine Frage. Sie fragt, wie bekommt man die Umschulung finanziert, wenn man noch im Berufsleben ist? Also letztendlich gibt es zwei Möglichkeiten der Finanzierung. Entweder wird die Umschulung durch das Arbeitsamt mit einem Bildungsgutschein oder aber durch das Unternehmen finanziert. Das würde man dann jeweils in einem persönlichen Gespräch aber klären. Okay. Sind das auch Dinge, wo ich auf der Homepage einfach Infos finde? Weil natürlich viele ja vielleicht jetzt wirklich überlegen, ob sie ihren Job, ob sie ihr Leben nochmal ändern. Genau, dort ist auch alles zu finden. Und sowas sind aber auch Fragen, die man dann immer gerne auch persönlich mit den Bewerbern einmal kurz besprechen kann. Wir haben so ein bisschen schon drüber gesprochen. Maria Simon fragt, schönen guten Abend euch. Wie läuft denn eigentlich generell der Umgang mit den Frauen im Fahrdienst? Also du hast ja vorhin, Sarah, schon so ein bisschen gesagt, eigentlich alles total okay. Sie fragt jetzt konkret, vielleicht kannst du da weiterhelfen, zwischen Kollegen der Umgang und auch der Leitstelle, die die Aufträge verteilt. Wie ist da so der Umgang mit Frauen? Also in meiner ganzen Zeit bei der Bahn, inklusive meiner Kundenbetreuerzeit, habe ich einmal tatsächlich jemanden da gehabt, der ja meiner Meinung nach nicht angemessen reagiert hat, der gesagt hat, so du als Frau, was willst du heute Abend noch vorhaben? Als ich gesagt habe, nee, ich mache nicht länger, ich habe noch was vor.
der auch dann zu einem anderen Kollegen, der das dann gemacht hat, sei hier, die ist Prinzessin. Das war ein einmaliges Erlebnis. Das ist auch sofort rausgekommen. Das hat auch der Kollege, zu dem gesagt wurde, hier, die ist Prinzessin, gleich auch mit geregelt und weitergetragen. Es ist nicht normal, dass es so ist, dass man als Frau sich 8-mal beweisen muss, indem man jetzt 5-mal so viele Überstunden macht wie die Männer oder so. Das ist im Grunde genommen sehr ausgeglichen. Man kann sehr gut miteinander umgehen. Die Kollegen kennen das auch schon. Also ihr werdet nicht die erste Frau sein, die Lokführerin ist. Ich glaube auch, dass die Unternehmen alleine schon an diesem Video kann man das sehen, auch sehr hart darauf hinarbeiten, dass es so normal wie möglich wird. Was in vielen anderen Unternehmen auch gelten sollte. Da ja vielleicht später noch welche eingeschaltet haben, haben wir noch eine Frage, die haben wir schon so ein bisschen angesprochen, aber Sandra, vielleicht kannst du noch mal was zu sagen. Julia Mahner hat über Facebook noch mal zum Thema Flexibilität gefragt, wenn man zum Beispiel Kinder bekommt, ob das dann überhaupt so klappt mit dem Schichtdienst und den Überstunden, fragt sie. Wie gesagt, das Schichtdienst ist da, der bringt die Tätigkeit einfach mit sich. Aber man hat seine Dienstpläne im Voraus. Das heißt, man weiß wirklich ganz genau, wann man seine Schichten hat. Es ist alles planbar. Und zur Not ist unsere Personaldisposition auch immer ansprechbar, falls man nochmal irgendwie, ja, ich sag mal, Dienste tauschen möchte, wie auch immer. Also da kann man schon immer seine Wünsche äußern. Okay. So, jetzt hoffe ich mal, dass meine Technik, die uns ja schon die kleine Bahnverspätung am Anfang gebracht hat, ausreichend funktioniert hat. Aber ich glaube, wir haben jetzt noch ein paar Fragen hier alle abgearbeitet. Sonst muss die Regie jetzt gleich nochmal auf mein Ohr schreien. Und dann würde ich sagen, Sandra, magst du noch mal einmal kurz zusammenfassen? Also alle Infos zu Bewerbung, zu Umschulung, zu Voraussetzungen, die finde ich wo? Genau, die findet man unter Bahn NRW. Dort ist alles nochmal zusammengefasst, welche Voraussetzungen man mitbringen muss für die Qualifizierung, für die Tätigkeit, welche Umschulungsangebote es in welchen Orten gibt. Genau, also einfach unter bahn-nrw.de. Okay, also bahn.nrw. Und wer es jetzt kaum noch erwarten kann, der zieht, wie hast du es vorhin gesagt, die Jobkarte. Genau, es gibt eine Jobkarte, da kann man mit auf einen Blick einmal sehen, in welchen Städten die nächsten Umschulungskurse starten, und dort kann man sich dann direkt auch bei den Unternehmen bewerben. Genau, und das ist auch wirklich das Thema dann nächste Woche am 19. November um 19 Uhr, da versuche ich auch, dass es ein bisschen pünktlicher ist, da werden wir nochmal genau gucken auf den Quereinstieg und auch die Fragen, die sich rundherum darum stellen. Ich hoffe, wir haben alle online hier im Chat beantwortet und die vielen Fragen, die vorher kamen, und nächste Woche freue ich mich, wenn ihr Lust habt, weil dann haben wir wieder eine Lokführerin zu Gast, und diesmal, die ist auch Mutter, das heißt, da können wir auch den Bereich Familie und Beruf, wie das vereinbar ist, gut zusammenpacken, und wir sprechen mit einer Psychologin. Das heißt, wir können über Dinge wie den Einstiegstest, die Eignung und Voraussetzungen nochmal ganz genau gucken. Also wer heute Abend so ein bisschen Lust gekriegt hat und wem Sarah Lust gemacht hat und Sandra, der ist auf jeden Fall nächste Woche bei uns nochmal herzlich willkommen. Also wer über eine neue Karriere nachdenkt, ich würde sagen, wir haben eine feste Verabredung. Ihr zwei müsst auch gucken, ne? Nächste Woche Donnerstag. Ja, genau, am 19. Entschuldigung, um 19 Uhr. Dann würde ich sagen, habe ich irgendwas vergessen? Also ich hoffe, online haben wir alle gehabt. Ist euch zweien noch was wichtig, außer herzlich willkommen im Team, meldet euch. Traut euch, schreibt eine Bewerbung, wenn ihr drüber nachdenkt. Das reicht vollkommen aus. Schnuppert mal rein, sofern es geht. Und ja, viel Erfolg. Genau. Einfach keine Angst haben, wir freuen uns auf euch. Okay, ich als Journalistin nehme mit, dass ich doch mal überlege, ob ich nicht unter die Autorinnen gehe, irgendwie Luca, die Lokomotivführerin oder so. Es braucht auch einfach mehr Bücher in diese Richtung. Also, dann sage ich im Namen der Bahn in NRW euch beiden vielen, vielen Dank. Und hoffe, wir haben ein bisschen einen Einblick bekommen. Und übermorgen steige ich wieder bei dir ein, Sarah. Ja. Ja. Sehr gut. Okay, in diesem Sinne. Also wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, nächste Woche wieder am 19. dann, 19. November, 19 Uhr. Hier haben wir eine Verabredung. Und mir bleibt nur zu sagen, euch beiden vielen, vielen Dank. Es war ein toller Einblick. Und bleibt gesund in diesen Zeiten. Dankeschön. Vielen Dank.
Okay, das war es von uns, von unserem Live-Online-Dialog. Und ich freue mich auf weitere Fragen, die ihr auch immer noch stellen könnt. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis bald.